Willkommen zurück bei World of Warcraft Dragonflight in den Ebenen von Onara, hier bei Marukai, dem Austragungsort der Zusammenkunft aller oder der wichtigsten vier Clans, der Zentauren und einer Botschafterin des grünen Drachenschwarms. Und mit der wollen wir vor allen Dingen in Verbindung treten, um den Ermächtigungsstein des grünen Drachenschwarms zu reaktivieren. So, wir haben jetzt einige Videos lang Nebenaufgaben gemacht, beziehungsweise Nebenaufgaben würde ich es nicht so richtig, ne? Wir haben die verschiedenen Clans unterstützt. Im Nachhinein hier unten vor allen Dingen auch den Clan der Oniri kennengelernt. Hier im Shikar-Hochland haben wir die Jäger der Shikar kennengelernt. Und natürlich haben wir hier beim Lager der Eilag die karawanenmäßigen Eilags kennengelernt. Das ist sehr geil, hat mir alles sehr gut gefallen. Jetzt bin ich aber auch sehr gespannt, wie dieses Zusammentreffen der verschiedenen Clans ablaufen wird. Eins noch vorweg, es ist wieder Abend, ich weiß. Ihr seht, ich konnte nicht widerstehen. Ich habe so Bock auf das Spiel und ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Wir haben hier ja beim letzten Mal noch diese Ritualkeule gebraten, wer es noch weiß, damit die Ahnen ebenfalls teilnehmen. Und damit sind alle Vorbereitungen getroffen und wir sollen uns bei Sansor Khan melden, um zu berichten, wie die Zusammenkunft mit den Clans gelaufen ist. Das Einzige, was mir gerade noch einfällt, wir sollen doch irgendjemandem melden, dass Garuman tot ist, oder? Alles klar. Nee, das ist ja das Erbe. Lebt wohl. Der Mata. Clan Togus ist für sein Essen bekannt. Sein Eintopf wurde seit Generationen in der Familie weitergereicht. Meine Großmutter Yusa bereitet ihn für den Kural zu. Sie selbst kann die Reise nicht mehr antreten, doch alle fragen nach dem Eintopf. Und gerne bereite ich ihn dieses Jahr zu. Tarixen ist also vom Clan Togus, einem sehr kleinen Clan. Natürlich trotzdem sehr spannend, ob wir tatsächlich dann bei diesem Clan, den wir wahrscheinlich irgendwo hier finden können, auch seine Großmutter Yusa vorfinden. Ich vergesse das bestimmt bis dahin leider. Jo, ich mache mal die Kamera an. Wem hier sollen wir denn jetzt bitte melden, dass, ne, ihr wisst schon, Garuman von dem Khan der Nokut getötet wurde? Friedensbewahrerin von Marukai. Ah, vielleicht oben. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass das generell das Image der Zentauren bei mir ein bisschen anhebt und damit auch vielleicht ja auch Desolace ein bisschen besser dasteht. Wenn man jetzt so ein bisschen Hintergrundwissen hat und man die Zentauren nicht mehr als so reine Nerf-Farm-Fraktionen kennenlernt. Genau, Kanamatra. Vielleicht können wir ihr ja sagen, was passiert ist. Hallo. Grüße. Schade. Immer weiter. Welche Wege habt ihr bereist? Oh Mann. Okay, dann weiß ich es leider nicht. Schade. Ich meine, wir könnten hier nochmal gucken. Aber es kann auch sein, dass hier, guck mal, Terakai. Terakai, Ebene von Onara. Es kann ja auch sein, dass die hier noch ein eigenes Dorf haben. Der Malak. Aber wir haben keine Aufgabe, die uns dahin führt. Da will ich eigentlich noch nicht hin. Und vor allen Dingen will ich uns nichts spoilern, wo wir storymäßig nicht hingehören. Wir gehen erstmal zu Sansok Khan. Das ist ja die, die Khan des Clan Shikar. Und mit der wir hier angereist sind. Da vorne ist sie. Ah, ich ahne Schlimmes, ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Hallo, Beryl! Genau, die kennen wir ja alle. Okay. Auch wenn es viele Clans auf den Ebenen gibt, sind die vier euch Bekannten die mächtigsten von ihnen. Es ist bedeutend für unseren Frieden unserer Lande, dass ihr deren Eigenheiten versteht. Zeit, eure Kenntnis auf die Probe zu stellen. Fühlt ihr euch bereit? Ja. Welcher Clan folgt den Traditionen unserer Vorfahren und leitet die Maruk entsprechend ihrer Lehren? Das ist natürlich der Clan Terai.
Welcher Clan besteht aus den Zentauren aus allen Winkeln der Ebene, die eine besondere Verbindung mit unserem Gott, mit unserer Gottheit Onara haben? Das ist Clan Onir. Welcher Clan ist als letzter an die Macht gekommen und besitzt die größte Streitmacht? Das ist Clan Nokut. Welcher Clan spezialisiert sich auf die Verbesserung seiner Fähigkeiten und auf die Jagd von Wild auf den Ebenen? Das ist Clan Shikar. Nice. Alles direkt richtig. Ich meine, wir haben hier aufgepasst, oder? Es gibt zwar viele Clans verschiedener Größen auf den Ebenen, doch die Shikar, Terai, Onir und Nokut sind die mächtigsten unter ihnen. Ich weiß nicht, was für uns am besten ist. Aus dem Weg! Der Abgesandte des grünen Drachenschwarms ist hier! Wo? Wo? Es ist mir eine Ehre, meinen Schwarm zu vertreten. Es ist lange her, dass unsere Völker sich trafen. Ich komme, um eure Kanamatra um Hilfe zu ersuchen. Sagt ihr, dass ich bereit bin? Oha, da ist sie. Wir müssen die Kanamatra begleiten. Ihr solltet die Gelegenheit nutzen, mit dem Botschafter zu sprechen. Ihr seid hier beide fremd. Danke, Basran. Gute Idee. Da ist sie, die Botschafterin des Gründrachenschwarms. Es ist Gemisav. Hallo. Ich gebe zu, dass ich die Smaragdgärten mein Leben lang nicht verlassen habe. Daher habe ich auch nie einen Zentauren getroffen und schon gar keinen Sterblichen vom Festland. Dennoch bin ich nicht auf einen freundschaftlichen Besuch hier, sondern vielmehr um die Hilfe der Zentauren bei der Bergung unseres Schwursteins und dem Schutz der uns Anvertrauten zu erbitten. Ich bin froh zu sehen, dass ihr ebenfalls gekommen seid, um zu helfen. Es gibt viel zu besprechen. Erfahrt mehr über die Lage in den Smaragdgärten. Ein neues Zeitalter beginnt für die Dracheninseln. Welche Aufgabe hat der grüne Drachenschwarm? Der grüne Drachenschwarm hat die Aufgabe, die Natur und, viel wichtiger, den smaragdgrünen Traum zu beschützen. Er ist ein wunderschönes, spirituelles Reich voller Naturwunder, das sich in stetigem Wandel befindet. Er ist ein Spiegel Azeroths und zeigt, wie es eines Tages hätte sein können oder wie es noch werden könnte. Es ist eine Welt der Heilung, obwohl er viele seiner eigenen Albträume durchstehen musste. Siehe Legion. Was ist in den Smaragdgärten los? Habt ihr von den Primalisten gehört? Seit der Rückkehr der grünen Drachen haben sie immer wieder Angriffe auf unsere Gärten gestartet. Obwohl die Drachen mächtig sind, wurde der Schwarm über die Jahre dezimiert und die Geplänkel endeten in einer Pattsituation. Merifra hoffte, dass uns die Zentauren helfen können, das Blatt zu wenden. Okay, ja, natürlich wollen die Primalisten verhindern, dass der Ermächtigungsstein ermächtigt wird, die Aspekte ihre Macht zurückbekommen oder generell die Schwärme wieder einen Aspekt bekommen, weil damit ja die Primalisten-Anführer, diese elementaren Protodrachen, wieder eingefangen werden könnten. Das wollen die natürlich nicht, die Primalisten. In welchem Verhältnis steht der grüne Drachenschwarm und die Zentauren der Maruk? Vor über 10.000 Jahren kamen die Zentauren zu den Dracheninseln auf der Suche nach einer neuen Heimat. Sie besetzten die weite, offene Steppe nahe unseren Gärten. Zu Beginn waren Zentauren und Drachen verfeindet und jagten sich gegenseitig, da sie um dasselbe Territorium kämpften. Die ersten Matriarchen der Zentauren, Terra und Merifra selbst, waren die ersten, die Seite an Seite kämpften. Sie bewiesen, wie stark Zentauren und Drachen gemeinsam sein können und dass es sich für beide Völker auszahlt, die Waffen niederzulegen. Sie schlossen einen Pakt des Respekts. Sie wollten sich gegenseitig in Ruhe lassen, aber einander helfen, sollte ihre Lebensgrundlage in Gefahr sein. Auch wenn dies für die heutige Zentauren vor vielen Generationen geschah, so hofft Merifra dennoch, dass der Pakt weiterhin Bestand hat. Und so scheint es ja, ne? Ich bin hier, um zu helfen, den grünen Schwurstein wiederherzustellen. Eure Unterstützung ist willkommen. Wir haben keine große Streitmacht. Wir haben Verteidiger unter uns, aber wir sind Gärtner, keine Kämpfer. Okay, das hört sich ja nicht so gut an. In unseren Gärten steht ein Portal in den smaragdgrünen Traum. Wir können den Schwurstein nicht ermächtigen, wenn wir ihn nicht vor den Primalisten schützen können. Huh. Merifra hofft, dass die Kanamatra sich an den Pakt ihrer Ahnen hält und uns in unserer Not beisteht.
Ja, dann hoffen wir mal, dass es hier mit den Nokut keinen Stress gibt, ne? Mehr freundliche Gesichter sind in der Tat ein willkommener Anblick. Die Kana Matra. Ich kann nicht in die Gebiete der Zentauren bleiben. Ich muss so schnell wie möglich in die Gärten zurückkehren. Die Kana Matra hat zugestimmt, unser Hilfgesuch anzuhören. Sie erwartet meine Ankunft oben auf dem Krutal, dem zentralen Gebäude von Marukai. Auch wenn ich zunächst mit ihr alleine sprechen muss, seid ihr herzlich eingeladen, euch uns anzuschließen. Berichtet Kans Wache Akoto um am Gemisats Audienz mit der Kana Matra teilzunehmen. Okay. Oh, wie geil. Ich muss mit der Kana Matra sprechen. Kommt dazu, wenn ihr könnt. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich mag die Handlung. Es ist sehr spannend. Aber so, was wir bis jetzt mitbekommen haben, gehe ich fast davon aus, dass die Drachen Unterstützung bekommen werden. Die große Frage ist natürlich, ob die Zentauren in der Lage sind und ob jetzt noch hier irgendwas passiert, irgendein Hinterhalt. Irgendwie haben wir schon gehört, dass Onara einen Verrat erfahren wird. Und wenn tatsächlich die grünen Drachen, der grüne Drachenschwarm schon länger gegen die Primalisten kämpft, dann ist der Verrat also nicht der Angriff der Primalisten, sondern scheinbar der Angriff der Primalisten direkt auf die Zentauren. Ja, dieser weißgesagte Verrat, den Onara erfahren wird. Dann vermute ich mal, dass noch irgendwas hier bei Marukai passieren wird. Denkt dran, Marukai ist eigentlich ein Ort des Friedens. Vielleicht nicht mehr lange. An meinem Herdfeuer ist immer Platz. Nennt euer Anliegen mit der Kana Matra. Ich bin bereit für meine Audienz. Die Maruk leiden auch unter den Primalisten. So Onara will, werde ich am Morgen das Horn von Drusal blasen, um unsere Übereinkunft dem grünen Drachenschwarm mitzuteilen. Merisra, Tochter von Isera, dankt eurem. Dankt? Ha! Drachen respektieren nur Drachen. Kein Maruk wird Blut für sie vergießen. Ihr seid nicht die Kana Matra, Balaka. Ein wahrer Anführer würde dieses Land nicht Fremden überlassen. Ihr entweiht das Andenken an Maruk Tausendknochen, Sarest. Haltet ein! Nein. Diese Ebenen gehören den Maruk. Und Marukai gehört den Nokut! What the fuck, dein Ernst? Nein. Nein, das, der hatte jetzt nicht echt was? Ernsthaft. Okay, hier sind jetzt die ganzen Kans versammelt. Außer natürlich. Ich hasse ihn. Außer natürlich Balaka. Tigari. Ihr seid es. Onara spricht zu uns. Ich kann bezeugen, dass Balaka Khan seinen Mystiker der Sturmmagie getötet hat. Windweiser Garuman war ein ergebener, aber geplagter Mann. Er warnte uns vor Balakas Hunger und seiner Respektlosigkeit gegenüber unseren Wegen und unserer Kultur. Sein Tod enthüllt eine gefährliche Wahrheit. Balaka hat Onara verstoßen. Ihre Winde werden zu seinem Untergang führen. Okay, das war dann wahrscheinlich dieses Bescheidsagen. Heieieiei. Lasst euch vom Wind biegen, nicht brechen. Sansokan. Wo sind eure Manieren? Sansok mustert euch, okay. Meine Stimme gehört meiner Kana. Was verlangt Kana Matra? Ihr von der Kana Matra? Okay, auch nichts. Okay, Kans Wache Akoto. Mögen eure Ahnen euch leiden. Dieser verräterische Dummkopf. Akato spuckt auf den Boden. Lebt wohl. Balaka bringt Schande über seinen Clan. Er führt sie in einen Sturm, geblendet durch seine Gier nach Macht. Ihr Betrug enthüllt ihre Schwäche, macht sie nieder. Tötet 7 Streitkräfte der Nokut. Mögen eurer Familie Töchter beschützen. Ihr Zentauren, seid unter meiner Würde. Bahir, kümmert euch um diese Schwächlinge. Ja, wir wissen ja, dass er von den Primalisten
von dieser einen Primalistin da überzeugt wurde, die auch versucht hat, Sansa Khan zu überzeugen. Ich habe kein Ziel. Oh, wie geil. Finde ich schon wieder cool, ne? Also es ist schon ganz cool gemacht eigentlich. Ich muss näher ran. Aber dass der einfach die Botschaft... Ich sag nix. Ja, aber okay, wir haben aber gerade erfahren, dass es die stärkste Streitmacht, ne? Und die größte Streitmacht. Aber die Frage ist, ist sie größer als alle drei anderen großen Clans zusammen? Und ich glaube, nein. Alleine, weil die drei anderen Clans die Weisheit von Onara, die Jagdfähigkeiten der Shikar und letztlich auch die Traditionen der Terael kennen. Ja, das sollte eigentlich überlegen sein gegenüber dem Nokut, schätze ich mal. Hallo, Tomul! Was? Die Nokut sind vernarrt in die uralten Kriegsgeschichten unseres Volkes. Eigentlich sind sie schwache, herumalbernde Kinder. Und blitzartig haben sich sie ihre Verbindung zu Onara durchtrennt. Nun, wenn sie den Weg der Verderbnis einschlagen, um Krieg zu beginnen, so werden wir ihnen entgegenkommen. Natürlich erhielt Bahir das Kommando, um seine Flucht zu decken. Ihr Blut wird schon bald den Boden tränken. Tötet Wache Bahir. Okay. Ihr seid sicher bald zurück. Verräterin der Nokut. Sturmadeptin der Nokut. Ich kann das noch nicht benutzen. Dum, 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 dum. Wache war hier. Das ist die Wache, die hier auch stand, ne? Beim Eingang zum Lager der Nokut. Ja, sowas in der Art habe ich ja schon befürchtet. Und jetzt haben wir genau das Problem, was ich prophezeit habe. Jetzt haben die Zentauren ihre eigenen Probleme und werden erstmal nicht dem Drachenschwarm helfen. Und der Drachenschwarm wird das nicht mal direkt erfahren. Die bleiben hinten von den Primalisten eingekesselt. Ich denke mal, wir werden aber dahin gehen, oder? Euer Tod wird berauschend. Das werden wir sehen. Unterbrechen, sehr geil. Ciao. Balaka Khan wird die Zentauren anführen zum Sieg. Tja, selbst wenn, wirst du es nicht miterleben. Oh Mann, ey. Ich bin außer Reichweite. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Tja, und so stellt das Ganze hier zu einem Schlachtfeld. Unfassbar. Und denk dran, das ist eigentlich ein heiliger Ort des Friedens. Ne? Ich will es nochmal betonen. Hier wird kein Blut vergossen, eigentlich. Dabei, und das muss man dazu sagen, ist es ja tatsächlich Tradition, dass die Drachen und die Zentauren zusammen gekämpft haben, ne? Oder zumindest das Bündnis geschlossen haben. Das heißt, es ist ja wirklich nicht so, wie er behauptet, dass die eigentlichen Zentauren hier herrschten. Nein, die Drachen haben hier definitiv vorher über diese Ebenen geherrscht. Das sind die Dracheninseln. Aber gut, wir haben ja schon gehört, wie die Primalistin auch gegen Garuman gesprochen hat. Dann wird das wahrscheinlich da das Gleiche gewesen sein.
Der Pfad, für den sie sich entschieden haben, ist jetzt mit Blut getränkt. Speerin Tumul hat versucht, uns zu warnen, dass dies passieren könnte. Sie hat vielleicht noch weitere Vermutungen. Bis dahin. Mein Feuer soll euch wärmen. Balaka war ein leichtes Ziel für Korolets verderbten Einfluss. Korolet war ja diese Primalistin. Der Sturm ist hier. Viel Glück. Klan Nokuts Armee nimmt Marukai ein. Lasst uns unsere nächsten Schritte in den Kammern des Khans besprechen. Wir müssen für die Sicherheit der Maruk sorgen. Folgt dem Wind. Der Klan Nokut hat seine Wahl getroffen. Sie verraten die Maruk für Macht. Der Sturm berührt den Horizont. Es wird dunkel. Ich halte mein Versprechen an den Botschafter. Scheinbar brauchen die Maruk und die Drachen sich wieder. Das war schön formuliert, ne? Denn man wird sich scheinbar gegenseitig benötigen. Seid gegrüßt, Kane. Bereitet euch auf die Schlacht vor. Fremdling, ihr müsst der Drachensucher sein, von dem Sansok Khan sprach. Wenn ihr den Drachen helfen wollt, helft uns. Ja, und das habe ich ja schon vermutet. Wir müssen jetzt den Khans helfen, damit sie dann den Drachen helfen. Habt ihr gegessen? Das Lebensblut der Maruk ist in Gefahr. Kommt heil zurück. Balaka wird seine Streitkräfte für den Krieg aufstellen. Ich werde es ihm gleich tun. Doch wir sind zahlenmäßig unterlegen. Die Drachen haben uns um unsere Hilfe gebeten. Und jetzt können wir ihre Hilfe brauchen, um uns eine faire Chance zu geben. Um ihrem Ruf nach einem Bündnis zu antworten, muss ich das Horn von Drusal blasen. Doch ich brauche Onaras Segen. Werdet ihr mir helfen? Geht nach Terakai und übergebt meine Kriegserklärung an meinen Leutnant Jebotai. Er wird meine Streitkräfte zusammentrommeln und euch den Weg zu den Mystikern zeigen, die Onara finden können. Bringt die Nachricht der Kana Matra zu Khans Wache Jebotai in Terakai. Okay. Lebt wohl. Beeilt euch. Wir müssen unsere Kräfte sammeln und Onara finden, bevor Balaka seine Armee aufstellen kann. Eure Anwesenheit ist ein gutes Zeichen. Heieieiei. Wollen wir dann? Geht nun. Das ist aber krass, ne? Ist jetzt hier der Kampf vorbei? Ja, oder? Ja, sehr schön. Kampf ist vorbei. Heieieiei. Aber cool. War cool gemacht. Hat mir sehr gut gefallen. Dim, 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 bam. Okay, dann ist es Zeit. Wir betreten also jetzt Terakai. Genau wie ich gesagt habe, gut, dass wir nicht vorher hingegangen sind, denn jetzt müssen wir das storymäßig hin. Perfekt. Auf geht's. Wir reiten, ne? Wir wollten ja nicht immer überall hinfliegen. Ist ja auch gar nicht so weit. Was hier oben ist, weiß ich auch noch nicht, aber auch da, denke ich mal, werden wir vielleicht storymäßig hinkommen. Das heißt, wir suchen jetzt Onara persönlich, um ihren Segen zu erhalten, diesen Krieg durchzuführen, ja? Beziehungsweise, damit sie dann hier das Horn benutzen kann, das diesen Krieg ausruft. Beziehungsweise, nee, wie war das? Das Horn ist doch ein Zeichen? Nee, gar nicht. Das Horn war ein Zeichen der Zusammenkunft von Mensch, von Zentaure und Drache. Ach, guck mal hier. Onir, Leute, wie cool. Das Horn ist ja das Zeichen des Bündnisses zwischen Drachen und Zentauren und dadurch, dass sie das benutzt, erneuert sie mehr oder weniger den Bedarf der gegenseitigen Unterstützung. Und das ist ja auch das, was die Drachen wollten. Aber dafür braucht sie den Segen von Onara. Vorher natürlich mal eine Runde angeln, ihr kennt's. Oh, wir sind gleich Stufe 68, krass. Mit 70 werden wir wahrscheinlich die Weltquest freischalten, schätze ich mal. Da ist dann die Frage, ob wir nebenbei immer so ein bisschen hier und da eine einfache, simple, schnelle Weltquest machen, um schon mal ein bisschen Ruf zu sammeln. Da muss ich mal überlegen, wie wir das machen. Grüngürtel. Otok, Junges. Ich meine, wir haben ja die vierte Ruffraktion, die Tuska von Iskara, noch gar nicht freigeschaltet. Azurblaues Gebirge, okay. Geräusche. Ich freue mich schon sehr auf unser erstes Utok-Reittier.
Na komm, na komm, na komm, na komm. Sehr schön. Ja, aber krass. Also so in der Richtung habe ich mir auch vorgestellt, dass irgendwie die Botschafterin kommt und dann irgendwie Baraka da aufmuckt, auf Deutsch gesagt. Da hinten war ja diese Kampfarena, die haben wir auch geschafft. Hallo! Die habe ich übrigens auch mit meiner Druidin gemacht. Aktuell bin ich dabei, mit meiner Druidin immer alles nachzuspielen. Also auf Hordenseite mit dem Paladin, auf Allianzseite mit meiner Druidin und mal schauen, ob ich dann irgendwann auch noch meine Jägerin oder mein Draktier komplett mitziehe. Mit dem Draktier bin ich inzwischen auch schon ein bisschen weiter, aber primär versuche ich aktuell meine Druidin, ja, ebenfalls durch die Story zu begleiten. Ein bisschen Erz. Dankeschön. Oh, diese Geräusche. Schön. Da oben haben wir die Dings da befreit, ne? Die Onir von hier oben. Und ich glaube, ich muss niesen. Moment. So. Genau, da war das. Und hier die Ecke kennen wir noch nicht, glaube ich, ne? Da ist wieder Erz. Oh, Elche. Ebenenbulle. Oh, die sehen ja cool aus. Ein bisschen, urzeitig, ne? Na gut, passt ja hier zur Dracheninsel, aber schon cool. Aber auch sehr spannend eigentlich, dass die Zentauren tatsächlich die verborgene Dracheninsel gefunden haben. Ah, wobei, da war sie ja noch nicht verborgen, ne? Nee, da war sie ja noch nicht verborgen. Als die Drachenschwärme noch hier waren, war sie ja noch nicht versteckt. Sie wurde ja erst versteckt, als sie dann weggegangen sind. Okay, hier haben wir Terakai. Zum ersten Mal sind wir hier in der Hauptstadt der Terai, ne? Terakai. Hallo! Geselle der Terai. Händlerin der Terai. Das sind ja die, die die Tradition waren, ne? Wer es nicht mehr genau weiß. Hallo, Leute! Karseng, der Flugmeister. Okay, ja, wie immer, wir gucken uns erstmal die Nebenaufgaben an und orientieren uns dann ein bisschen Richtung Hauptaufgaben. Händler, Wache. Oh! Iskar, Mammut. Das sind aber doch die, die Tusker, ne? Tusker, der. Oder? Schon cool, ne? Mit den Rüstungen und sowas, ey. Die haben auch die Zentauren echt rausgeputzt. Händlerin Oru, hallo! Seid willkommen. Oh, der Helm ist besser. Ehre die Mutter. So, und dann haben wir hier noch zwei Drachenanpassungen. Einmal Büschelhörner für den windgeborenen Velocid-Drachen. Ja. Und bemähnter Schwanz für den erneuerten Proto-Drachen. Her damit. Und Rezept dreifach gewürzter Mammut-Kebab. So, und hier haben wir dann einmal Trainingsmatrix der Titanen 1. Gewährt die folgenden Eigenschaften. Legt die Gegenstandsstufe je nach Herstellungsqualität und die erforderliche Stufe auf 64 sowie seelengebunden fest. Oh, dann sollten wir das mal benutzen, denn wir sind ja schon über 64 gerade. Ich weiß, mein Inventar ist eine Katastrophe. Braucht mir das nicht sagen. Okay.
Weberin Opali, Schneidereibedarf. Seht euch an. Ah ja, hier, guck mal. Händler von Iskara. Guck mal, hallo. Ruht euch aus. Wer spricht da zu mir? Seht euch diese Teppiche und Steppdecken an. So weich und wunderschön. Zu Hause müssen die Tierhäute isoliert und lange halten. Isoliert. Zu Hause müssen die Tierhäute isolieren und lange halten. Für solche Eigenschaften sind wir in der Kälte von Iskara wirklich dankbar. Und deshalb kommen wir zum Handel nach Terakai. Auf diesen Ebenen gibt es reichlich Riesenwildschafwolle und farbenfrohe natürliche Farbmittel. Okay. Wir werden euch nicht vergessen. Ach, wie schön. Da kommen die hier hin, kaufen hier Stoff und Färbemittel und nehmen das dann mit nach Ikara. Sehr interessant. Weberin Yulutai. Oha. Wenn das mal kein magisch angetriebener... Ja, wie nennt man das hier? Webestuhl ist. Weiß ich auch nicht. Noch ein Händler von Iskara. Hier geht's aus dem Lager raus. Okay. Aber diesen Hügel hier, ne? Es sieht schon echt schön aus. Erinnert mich ein bisschen an diese Siedlung direkt vor Eisenschmiede. Hier, Telsamar, muss ich so ein bisschen dran denken, mit diesen Hügeln hier überall. Was haben wir hier? Gar nichts. Ja, Housing kann kommen, ne? Also, sage ich nach jedem Add-on, es kommen immer mehr optische Gegenstände dazu. Jedes Mal faszinierender, jedes Mal schöner. Ne? Es sind so viele Sachen, die es inzwischen gibt. So, jetzt haben wir hier so einen Blick auf das, was da noch kommt. Wo ist euer Lied? Was? Achso, das war Initiant Boku. Hallo. Die Winde flüstern euren Namen. Oh, ein Fremdling. Willkommen in Terakai. Seid gesegnet. Hallo. Bleibt sicher. Schön und groß. Na, guck mal, bis da hinten geht das hier. Einmal um dieses, das ist ja ein Grab. Das wissen wir inzwischen. Das sind mehrere Grabeingänge. Das sind so Hügelgräber, wie von Rohan in Herr der Ringe. Und rundum ist hier diese Siedlung angelegt. Okay, sehen wir uns mal die Nebenaufgaben an, oder? Kräuterkundiger Agura. Habt ihr gegessen? Willkommen, wie geht es euch? Kann ich euch Blumen anbieten? Guck mal. Bis bald. Nee, meiner Druidin kannst du gerne Blumen anbieten. Die ist nämlich Kräuterkundlerin. Ach, guck mal. Waffen der Maruk. Und eine Milchkuh. Oh, hallo. Schon wieder ein Händler von Iska, okay. Fischer. Namund Setzek. Kräuterkundlehrerin. Zeigt Respekt. Mögen die Ahnen euch schützen. Okay. Also wunderschön, ne? Wunderschön. Jo. Hier. Schmiedekunstlehrer. Oh, auch sehr schön. Gesucht. Marana, der Donnernde. Ich bin auf der Suche nach einem mächtigen Jäger, um eine wütende Bestie zur Strecke zu bringen. Einer Donnerechse namens Marana, der Donnernde, hat sich ihren Weg vom Donnerrückgrat Dickicht bis zum urzeitlichen Tal gebahnt und stört die örtliche Tierwelt. Sie hat Wasser elektrisiert, Bäume niedergerissen und Entennester zerstört. Diese Geißel muss aufgehalten werden. Erledigt sie und bringt eine ihrer Panzerplatten zu Khans Wache Jebotai als Beweis. Möge Onara euch leiden. Okay, hier haben wir Schmiedekunstlehrer Ugan. Willkommen beim Feuer von Pera. Draconium-Nadelsatz für Schneiderei. Draconium-Schlagring.
Faustwaffe. Draconium-Schwert. Ja, aber es ist schon wieder Stufe 70, ne? Also wir können die ganzen Sachen nicht mehr benutzen, die wir jetzt herstellen würden. Lebt wohl. Legierungen können wir machen. Draconium-Axt. Brauchen wir nur das noch für... Meine Familie grüßt die Eure. Hallo Nuella, kenne ich dich nicht schon? Gehabt euch wohl. Oh, auch super gute Werte. Nice. So, damit können wir jetzt, glaube ich, hier das lernen. Genau. Zack. Ein paar neue Zutaten, sehr schön. Möget ihr viele Töchter haben. Können wir auch den Gürtel schon schmieden. Jetzt könnten wir hier... Nee, nicht verfügbar. Uns fehlt dafür jetzt Draconium-Erz. Mhm. Okay, wir haben zu wenig Draconium-Erz. Okay, dann müssen wir Draconium-Erz sammeln, ne? Aber wir haben immerhin jetzt schon wieder sowas hier und wir haben vor allen Dingen jetzt die Axt, die ist auch einhändig mit wie viel Schaden? Beziehungsweise Stufe 337, unser Schwert ist 296, könnte also auch am Ende noch besser sein. Kahnswache Hojin. Dies ist heiliger Boden. Habt ihr euch verlaufen, Fremdling? Wonach sucht ihr? Wohin wird der Wind? Gar nicht, Entschuldigung, ich sehe mich nur mal so um. Eki? Wie geht es euch? Ich kann euch in der Lederverarbeitung unterweisen. Nee, danke. Möge euer Pfeil immer das Ziel finden. Angellehrerin, Dame und Fischschwarm, älteste Nasun. Okay. Oh, Ali, der kleine Baka, hallo. Hier schon wieder Händler der Iskara. Dieser Tag interessant. Geschwärzter Fisch? Das kann doch weder den Fisch noch unsere Geschmacksnerven ehren. Die Fische dieser Lande sind eine große Gabe. Die Iskara lassen sie entweder die Nacht über im Topf schmoren oder das Fett von dem Geschmack, um das Fett von dem Geschmack zu lösen, oder servieren rohe Würfel, die lediglich mit Salz gewürzt sind. Man kann sie auch durch Räuchern haltbarer machen, aber dafür benutzen wir nur sauberes Birken- oder Kiefernholz. Der natürliche Geschmack des Fisches ist uns äußerst wichtig und darf nie durch andere Zutaten übertönt werden. Geschwärzter Fisch, endlos gewürzt, da könnte man genauso gut Asche verschlingen. Ja, die Zentauren sind ein bisschen eigenwillig, bin ich dabei. Ich werde von euch berichten. Sagt es ihnen nicht, sonst schmeißt man mich noch ins Wasser. Aber mir schmeckt sowohl die Fischsuppe als auch der Röstfisch. Gutes Essen ist einfach gutes Essen. Wir werden euch nicht vergessen. Koch der Terai. Zeigt Respekt. Wir Terai lieben einen kräftigen Eintopf, aber es gibt nichts Besseres, als einen frischen und gut gewürzten Schnapper im Feuer zu rösten. Es ist ein Genuss. Sie bis auf die Knochen abzuknabbern. Immerhin scheine ich mir mit unseren Iskara hier die Meinung zum perfekten Nachtisch zu teilen. Honigpflaumenstreifen mit kühler Sahne. Sobald ich ihn von den Wundern des geschwärzten Fisch überzeugt habe, werden wir reinhauen. Möge euer Pfeil immer das Ziel. Ja, einen guten Hunger. Rüstmeister Gensai. Handel braucht Vertrauen. Braucht ihr irgendwas? Als Rüstmeister verwalte und verteile ich alle Vorräte der Stadt. Kommt mit mehr Geld wieder. Und scheinbar stellst du auch die köstlichsten Speisen zusammen. Wie schön das auch dampft, ne? Assistentin Subame. Zeigt Respekt. Ich mag jung sein, aber ich bin ziemlich stark. Ich arbeite bei meinem Vater, dem Rüstmeister, also trage ich ständig Kisten oder Körbe von hier nach dort. Ehrlich gesagt, ermüdet es mich manchmal. Ruht euch aus. Glaub ich. Anglerin Taimu. Wie geht es euch? Wie interessant. Schaut, was die Angelrute von Iskara zu leisten vermag. Wegen der Biegung ist sie recht flexibel und kann eine Menge Zug aushalten.
Die Fische im kalten Wasser von Iskara sind fetter und dementsprechend schwerer. Daher muss das Werkzeug auch dafür geschaffen sein. Lebt wohl. Ihr seid auf jeden Fall anders. Ich hatte befürchtet, es könnte für Schneewelt zu heiß sein, aber sie liebt das Wasser. Doch das ist ihre erste Reise in den Norden. Die hiesigen Otoks sind sehr neugierig auf sie. Heute habe ich auch erfahren, warum man sie Schlammpfoten-Otoks nennt. Wenn sie noch jung sind, sind sie komplett braun. Mit den Jahren wird das Fell dann fast überall heller, außer in der charakteristischen Welle an den Pfoten. Es ist immer schön, Terakai zu besuchen. Die Zentauren und Iskara teilen sich viele Werte und Interessen, wie das Angeln, was meiner Ansicht nach am wichtigsten und von allem ist. Mich auf neue Geschichten. Ah, guck mal, da ist sie ja. Schneewell. Das ist ein kleiner... Ach, guck mal, wir haben hier einen Schlammpfoten-Otok und wir haben hier jetzt im Nachhinein Schneewell einen Winter-Otok. Wie süß. Aber da hinten ist noch ein Schwarm. Angel doch den Schwarm. Ich meine, der ist sehr weit draußen, ne? Aber... Wo da dran? Nee. Okay. Das heißt also, die Biegung ist extra da, damit mehr Zug ausgehalten werden kann. No? Okay. Älteste Nasun, hallo. Meine Familie grüßt die eure. Unsere Vorfahren galoppieren hoch oben und wachen über ihre Kinder bis in alle Ewigkeit. Nur wer von ihnen weiß, kennt die Zentauren wirklich. Mit den angemessenen Opfergaben können ihre Legenden zum Leben erweckt werden. Land der Eliten. Mögen die Armen euch schützen. Ihr solltet von Relin, dem Gelehrten, wissen, der den Zentauren die Mittel gab, in einem gnadenlosen Land zu überleben. Seine Erinnerungen erfordern Opfergaben von würdigen Tieren. Gebt acht, Reisende. Sie sind nicht so gefährlich, wie sie vor Äonen waren, doch sie sind immer noch die Elite-Raubtiere der Ebene. 10 Schattenspinnennetze, 2 Slyvern-Krallen und 2 Donnerrücken-Gratschuppen. Gehabt euch wohl. Zeichen des Windes. Möge euer Pfeil immer das Ziel finden. Als die Elemente die wahren Urwesen dieser Welt, die Zentauren herausforderten, trat Himia dem Geschenk entgegen, das wir erhalten hatten, mit dem Wind. Ein singender Stein ragt auf den Ebenen auf. Dort könnt ihr eure Gaben dem Wind darbieten, um ihre Erinnerung zu erwecken. Solche Gaben könnt ihr überall um uns herum finden. Eine Vogelfeder, ein Pflanzensamen-Flussschiff. Sammelt Windgaben und legt sie an das Opfergefäß in der Nähe des singenden Steins. Okay. Ehre die Mutter. Mach ich, danke. Also ein bisschen die Vorfahren ehren, der Maruk. Wie geht es euch? Boah, alles gut. Ehret die Mutter. Kochkunstlehrerin. Ah, guck mal hier. Köstlicher Drachenspeichel. Bitte, was? Kann ich hier den kochen? Nee, oder? Nee. Ich meine, können wir schon. Wir können ja hier den Kochtopf aufstellen. Kochtopf der Maruk. Und zack, können wir kochen. aber nichts Besonderes. Wir können nur einmal das hier machen. Mehr leider nicht. Euch an. Mögen die Armen euch schützen. Hallo, Faye! Kleine Katze. Kommst du gerade auf God of War oder was? So, okay. Die halten sich ja bis jetzt in Grenzen, ne? Die Nebenaufgaben. War es das auch schon? Von da kommen wir, glaube ich, ne? Genau. Hier ist noch eine. Ältester Yuvari. Azaren. Verzauberung. Fremdling, wir brauchen eure Hilfe, um eine Gräueltat zu verhindern. An meinem Herdfeuer ist immer Platz. Die Clans Nokut und Ukel haben die ewige Kurgana eingenommen. Dahinter kann nur eine boshafte Absicht stecken. Unsere ehrenwürdigen Vorfahren ruhen dort. Ich habe unsere Initianten Zurik zu Nachforschungszwecken entsandt. Er ist bisher nicht zurückgekehrt. Es mangelt ihm an Selbstbewusstsein, auch wenn er fähig ist. Bitte helft ihm, diesem unheilvollen Treiber ein Ende zu setzen. Mach ich. Wer sich um das Land kümmert, wird belohnt. Dann machen wir das direkt, oder? Hier in der Richtung. Verdächtige Clangeschäfte. Danach müssen wir hier die Windgaben sammeln.
die Donnerplatte holen. Das war's aber dann ja schon. Na gut, das geht aber. Ist nicht so viel. Okay, ein sehr schöner Ort. Terakai. Oh, da kommt man da rein. Moment mal. Das müssen wir mal eben nachgucken hier. Kommt man hier in den Grabhügel tatsächlich? Oh ja. Und das sind Grabkammern, ne? Ja, tatsächlich. Und hier der Bogen. Oh, und die Pfeile hier. Oh, guck mal, wie cool das aussieht. Hier der Bogen und dann stecken da so die Pfeile drin. Ruhe und Frieden. Ah, Mann, ich stelle mich mal hin. Mein Rücken sagt sonst mäh, mäh, mäh. Ah, oh, ihr sagt jetzt schon mäh, mäh, mäh. Ich alter Mann. Ah, Ups. Achso, jetzt habe ich gerade, glaube ich, den Tisch verunsichert, indem ich dagegen gedutzt bin. So. Okay. So. Das ist direkt besser, ne? Ich sage ja, ich müsste... Also die Füße tun halt vom Stehen weh bei mir, ansonsten gar nichts. Dafür tut der Rücken halt nicht weh. Es ist total blöd. So. Erstmal eine Sprungschraube machen. Danke für diesen Beitrag. Okay, auf geht's. Wollen wir mal die Treiben der anderen Clans unterbinden. Das klingt natürlich sehr verdächtig, wenn die hinten diese Urahngräber einnehmen. Tschö. Aber sehr schön. Ne? Terakai, haben wir das auch kennengelernt. Marukai ist dann wirklich nur der Ort des Zusammentreffens und Terakai ist der Hauptsitz der Terra. Hier sei er. Hallo. Was soll ich tun? Was würde Yuvari wohl tun, wenn er dies aufhalten wollte? Zeigt mir eure Hände. Aufgestiegener Ohuna, Leichnam, bitte was? Clan Ukel entehrt sich mit dunkler Magie. Jetzt hat er sich mit seinen Nokut-Verbündeten in die Kurgane begeben. Keine der Clans sollte hier sein. Ich habe sie von hier aus beobachtet, wo sie mich nicht sehen konnten. Zeigt keine Schwäche. Ich erkenne von hier aus nicht, was sie tun, aber ich fürchte, sie entweihen die Kurgane. Bitte begebt euch zum nächsten Grab und versucht, ihr Ritual zu vereiteln. Und wenn ihr irgendwas findet, das erklärt, warum sie es durchführen, bringt es mir bitte. Okay, mache ich. Kämpft hart. Ich bleibe hier, wo mich niemand sehen kann. Oh, diese Tannenbäume, ne? Grabrufer Gansaya. Hör mal, was machst denn du da? Ewige Kurgane. Oha. Niemals! Ich diene Clan Shikar! Ich muss für Clan Ukel kämpfen! Holy crap, der hat gerade ernsthaft Kata, die Entschlossene, beschworen. Und gezwungen, für den fremden Clan zu kämpfen. Bitte was? Habt ihr das gesehen? Ihr könnt uns nicht aufhalten. Der Tod ist nicht von Dauer. Ja, scheinbar nicht, wenn du die einfach Tote wiederbelebst. Ausgegrabener Speer. Nekrotische Energien gehen immer noch von diesem Speer aus, der einst einer mächtigen Jägerin der Shikar gehörte. Ernsthaft. Schänderin der Nokut. Eieieiei. Das ist aber nicht so toll, was die hier machen. Seid willkommen. Konntet ihr das Ritual unterbrechen? Habt ihr das Ritual unterbrechen können? Irgendwelche Hinweise darauf, worum es dabei ging? Möge euer Pfeil immer das Ziel. Dieser Speer gehörte meiner Mutter, Katan. Sie war eine großartige Jägerin. Als sie krank wurde, konnte ich sie nicht retten. Wie alle großen Zentauren der Maruk wurde sie mit ihrer Waffe begraben. Aber das heißt ja, dass die Ukel diese Waffe benutzen, um Geister herbeizurufen und sie in ihre Dienste zu zwingen. Auch meine Mutter. Ruht euch aus. Ihr müsst sie davon abhalten, die ewige Kurgane zu schänden. Lebt wohl. Meine Mutter war eine Heldin. Sie verdient Frieden und Ruhe, nicht diese Versklavung. Das verdient keiner unserer Helden. Sie müssen dafür bezahlen. Und unsere Vorfahren müssen wieder mit ihren Waffen ruhen. Ehrenvoll. Holt die Waffen von diesen Grabschändern zurück. Vertraut nur eurem Clan. Ich fürchte, die Geister werden ihre Gräber nicht wiederfinden, selbst wenn wir sie aus den Klauen der Ukel befreien.
Die Ukel zwingen selbst deren Tierbegleiter, sie ihr Leben lang zu begleiten und die sie ihr Leben lang begleitet haben, zurück ins Leben. Bringt mir die Schädel dieser Tiere und die heilige Erde, die von diesen Ungeheuern entweiht wurde. Zusammen sollten diese Reagenzien dafür sorgen, dass unsere Vorfahren endlich Frieden finden. Gehabt euch wohl. Ich werde mich auf die andere Seite begeben und mir überlegen, wie wir die Geister von dieser Magie befreien. Holy shit, das ist voll krank gerade. Die machen einfach nekrotische Sachen hier, um eine Streitmacht aus Toten zu machen. Schändende Zentauren getötet und intakte Tierschädel gesammelt. What the fuck? Spektralblitz, warum können denn die Uke Spektralenergien benutzen? Ich frag für einen Freund. Der Ton wird mich nicht davon abhalten, Clan Ukel zu dienen. Ich hoffe doch. Hier haben wir diese Erde. Schänderin der Nokut. Hör mal auf damit jetzt hier. Geht's euch noch gut? Klumpen heilige Erde. Eins. Eieieiei. Alter, kannst du mal damit aufhören, bitte? Auferstandener Bakar. Geht's euch noch gut? Das habe ich ein bisschen schockiert gerade. Das ist schon so eine Grenze, die gerade überschreiten. Boah, die haut rein. Drei intakte Schädel, 3 von 4. Sehr geil. Windstoff. Josnak, der sichere Sieg. Josnak gehörte dem unbezwungenen Krieger Saphil. Saphil konnte sich stets auf seine Hellebarde verlassen, so wie auch sein Clan sich stets auf ihn verlassen konnte. Zegwaya, der Dornbogen. Als die Haar noch den Bogen gespannt hat, haben unzählige Pfeile von Zigzaya ihr Ziel gefunden. Egal, ob es sich dabei um Wildtiere oder die Feinde des Clans Terai gehandelt hat. Kerha, die stille Hand. Kerha war der Stab von Ganmat, dem Weisen, einem alten Windweiser von Onara, der vor Jahrhunderten unzählige Verbündete heilte und noch mehr Gegner besiegte. Damit haben wir alle Werkzeuge beisammen. Uns fehlt nur noch Erde und ein Tierschädel. Das ging überraschend gut. Aufseher Zambul. Der leitet die Scheiße hier wohl, ha? Achso, und wir müssen ein paar Zentauren töten. Okay. Grabt schneller, bringt mir mehr Waffen der Vorfahren, brüllt er gerade. I can't fucking believe it. So, der hat vielleicht einen Tierschädel für uns, das wäre ideal. Genau, perfekt. Also dann brauchen wir jetzt noch... Was müssen wir jetzt noch machen? Zwei... Das sind ganz schön viele Gräber hier. Zwei von denen töten und noch ein bisschen Erde sammeln. Aber auch gierig bin ich dabei. Wie viel Erde fehlt noch? 3. Okay. Meine Reise endet. Ja, hättest du mal keine Gräber geschändet, Mann, Junge. Was ist los mit dir? Heilige Erde der ewigen Kurgane, die von den Nokut auf die Suche nach Relikten ihrer Vorfahren aufgewühlt wurde. Schnell noch einen Erdhaufen hier wegsnaggeln. Ups. So. Hammer, ey. Habe ich jetzt nicht erwartet, um ehrlich zu sein, dass die einfach hier Gräber schänden. Das ist schon... Schon nicht schlecht, ne?
Was ist hier noch? Schattenzuflucht. Aha. Zeigt Respekt. Vertraut nur eurem Clan. Habt ihr die Reagenzien? Wir müssen die Ahnen befreien, bevor Clan Ukel sie aus der Kogane wegschafft. Gehabt euch Perfekt. Wohl. An denen kann ich sie aus den Klauen der... Mit denen kann ich sie aus den Klauen der Ukel befreien, auf dass sie wieder in Frieden ruhen können. Ruht euch aus. Habt ihr die Waffen zurückgeholt? Lebt wohl. Das ist ein guter Anfang. Mit diesen Waffen kann ich ihre Besitzer befreien. Hoffentlich. Möge euer Pfeil immer das Ziel. Gute Arbeit. Diese Schänder können meine Ahnen nicht mehr dazu zwingen, für sie zu kämpfen. Wir müssen uns aber noch um den Würstling kümmern, der ihnen Befehle zuruft. Das ist ihr Aufseher, Zambul. Er muss aufgehalten werden. Kämpft hart. Ihr haltet Zambul auf. Ich werde dir ein Totem an, um die Geister zu befreien. Ja, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo der hin ist. Vielleicht funktioniert es nicht, aber ich muss es versuchen. Für meine Mutter. Das ist voll traurig. Mal kurz gucken, wo ist der denn? Der war ja relativ groß. Boah, sind das viele Grabhügel überall. Maybe hier? Nee. Der ist hier vorhin rumgelaufen, ne? Wir haben den vorhin einmal gesehen. Da ist er. Für Balakakan, für die Nokut. Träum weiter. Für die Verstorbenen, du Arschloch. So. Ja, aber okay, sehr interessant, ne? Das heißt, die haben sogar versucht, sich hier eine, ja, wiederbelebte nekromantische Armee aufzustellen. Das ist ja total verrückt. Aber effizient, ne, im Nachhinein. Balaka sagte, die Nokut würden herrschen. Tja, hast du auf den Falschen gehört, ne? Zambuls Ahnen wäre beschämt, wenn sie sein frevelhaftes Verhalten erleben würden, ob er wohl auch eines ihrer Gräber entweitert? Wie geht es euch? Wahrscheinlich eher nicht, er entweitert natürlich nur eure Gräber. Ein Initiant darf sich nicht über den Tod eines anderen Maruk freuen, aber bei Zambul sieht die Sache anders aus. Zeigt keine Schwäche. Die Ahnen sind von dieser dunklen Magie gepackt. Sie werden kämpfen, statt zu folgen. Die Ukel haben unsere stärksten Krieger und Jäger erweckt. Es wird nicht leicht, sie aufzuhalten. Ich komme mit und helfe euch. Es wird Zeit, den Speer meiner Mutter wieder in die Schlacht zu führen. Ich habe ein Totem hergestellt, das den unterworfenen Geistern dabei hilft, zurück in ihre Kogane zu finden. Verwendet es, sobald ihr sie bezwungen habt. Möge euer Pfeil immer das Ziel finden. Ohne eure Hilfe hätte ich das nicht geschafft, Fremdling. Hoffen wir mal, dass das Totem wie erwartet funktioniert. Ja, das hoffe ich auch. Definitiv letzte Ruhe. Guck mal, hier haben wir Ganmat der Weise. Starke Widersacher sind die besten Lehrmeister. Seid ihr bereit für eure Lektion? Ja. Theoretisch. Ah, wir können schön alles unterbrechen, was der macht. Shit, das war dumm. Ich verklickt. Ihr habt mir viel beigebracht. So, jetzt einmal hier das Totem benutzen. Wiederhergestellte Ruhe. Zack. Jeder Initiant lernt Ganmat 6 Erkenntnisse. Ihn unterstützen zu dürfen, ist eine Ehre. Das freut mich. Okay, da unten haben wir Diha, die Unbeugsame. Ich muss näher ran. Meinen Bogen läuft man nicht davon. Oha, wie die zurückgewichen ist. Gezielter Schuss.
erhält man als Jäger die Fähigkeit, okay. Aber auch sie werden wir wieder ihrer wohlverdienten Ruhe zuführen. Ich habe kein Ziel. Aber niemand kann so viele Pfeile überleben. Unsere Legende zufolge hat kein Centaur je so viele Pfeile verschossen wie die hier. Und jetzt ruht sie wieder. Da haben wir Katan, die Entschlossene. Das ist doch seine Mutter, richtig? Nein, ich... Das kann ich nicht. Ich werde nicht gegen meinen Sohn kämpfen. Oh. Du hast immer das Richtige getan. Egal wie schwer es war. Das werde ich auch tun, Mutter. Das ist schon traurig gerade wieder. Noch nie war ich so erleichtert darüber zu verlieren. Du hast mir einen zweiten Grund gegeben, stolz auf dich zu sein, Zorik. Oh. Okay, und last but not least, Zafiel der Trotzige. Ich mag Herausforderungen. Hoffentlich enttäuscht ihr mich nicht. Das hoffe ich auch. Nur so am Rande. Aber guck mal. Zorik, von dem alle sagten, er sei nicht ganz so mutig, kämpft jetzt auch mit. Mit dem Speer seiner Mutter sogar. Aber ich wurde noch nie besiegt. Es gibt immer ein erstes Mal. Die Zentaurenkinder erzählen sich am Lagerfeuer Geschichten über all die Schlachten, die Zafiel gewonnen hat. Hallo. Ich bin so erleichtert, dass meine Mutter wieder ihren Frieden gefunden hat. Hab Dank. Ruht euch aus. Grabrufer Aban hat sich im größten Grabhügel verschanzt. Dort ruhen die ersten Vorfahren der Maruk. Verhindert, dass er Maruk... und Terra erweckt. Bitte was? Gehabt euch wohl. Nee, der soll bitte nicht die beiden Ur... Nee? Moment mal. Bitte nicht. Ah. Ihr solltet mehr Angst vor jemandem haben, der den Tod befehligt. Nö. Jemand, der es nötig hat, Tote wieder zu beleben, muss ganz schön schwach sein. Sagen wir es mal eher so, ne? Bedeutungslos! Wir haben schon, was wir wollten! Er liebte den Tod so sehr... Ich hoffe, er hat den Seinen genossen. Schnell, wir müssen nachsehen, ob Teras und Maruks Gräber unberührt sind. Wo sind die denn? Hier hinten? Achso, hier. Klar, die liegen in einem Grab. Teras Grabstätte wurde geschändet. Schnell, seht nach der von Maruk. Oh, das sind doch die beiden Das Monster Aban hat bereits die Waffen ergriffen. Alles klar? Im Gegensatz zu meiner Mutter und unseren Ahnen ist um Urban nichts schade. Danke, dass ihr mir geholfen habt, sie zu rächen. Kämpft hart, ruht gut. Die Waffen von Terra und Maruk wurden entwendet, bevor wir Grabrufe Aban aufgehalten haben. Unsere größten Vorfahren könnten erneut auf diese Ebene kämpfen. Für die Nockhut. Begibt euch zum Angriff der Nockhut. Findet Maruk und Terra. Wenn ihr sie bezwungen habt, bringt ihre Waffen zum Grabhügel von Terakai zurück. Wir werden sie an einem Ort, der sie sich leichter schützen lässt,
mit den ihnen gebührenden Ehren wieder zu ihrer Ruhe betten. Begebt euch zum Angriff der Nockhut, das ist ein Dungeon, besiegt Tera und Maruk und platziert ihre Waffen im Kurgan von Terakai. Behaarte Braue. Lebt wohl. Während ihr Maruk und Tera befreit, werde ich Yuvari davon berichten, was passiert ist. Oh, wir sind aufgestiegen. 68. Okay. Wiederholen ist gestohlen, heißt die Aufgabe. Okay, damit haben wir die erste Aufgabe für das Dungeon, aber ich denke mal, wir werden nachher auch noch die Aufgabe bekommen, im Dungeon selber Baraka zu töten, den Anführer von Clan Nockhut, gehe ich mal fest von aus. Aber okay, damit haben wir die Aufgabe abgeschlossen, sehr schön, hat mir gut gefallen. Jetzt überlege ich gerade, ob wir noch eine Aufnahme starten oder was wir jetzt machen sollen. Ihr seid in einen Kampf verwickelt, wo denn? Danke. Was ich noch ganz gerne machen würde, wäre einmal hier zur Schattenzuflucht segeln. Ist denn hier jetzt noch... Oha. Hunamaka. Holy crap. Okay, hier ist es Wunder. Smaragdgärten. Okay, hier sollten wir nicht sein. Die Smaragdgärten. Oh, ist das schön. Okay, wir haben es nicht gesehen. Ich habe nur mal reingelinst. Tschö. Oha, war das schön. Später, 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 später. Okay. Whoop. Wir landen hier mal kurz. So. Genau, Sperr. Okay, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal, wir können erstmal genau eine neue Fähigkeit lernen. Was machen wir denn? Wenn wir landen, bekommen wir ein. Machen wir eine Schockwelle. Oder wenn wir landen, haben wir ein Schild. Ich würde tatsächlich das Schild machen. Oder den Schild. Weil ich eigentlich keine Lust habe, beim Landen Wildtiere zu töten. Oh, Elan-Regeneration wird erhöht. Sehr geil. Elan wird auf 5 erhöht. Auch sehr geil. Gut, Leute. Beim nächsten Mal machen wir weiter und werden uns dann... oh, wir haben bei den Maruk den Ruf erhöht. Was ist das? Ihr könnt 2 neue Drachenwächter-Manuskripte für euren wiedergeborenen Vadusid-Drachen, gehörnter Kiefer, gelbe Hörner, bei Rüstmeister Huseng in Marokai erwerben. Sehr geil. Was? Okay, beim nächsten Mal machen wir weiter, werden die Nebenaufgaben erledigen und ich vermute fast, wir werden damit auch soweit fertig werden und dann den Leutnant von Terakai davon berichten, was vorgefallen ist und dann im Nachhinein damit anfangen, den Krieg auszurufen, so nenne ich es einfach mal, und das Bündnis zwischen Drachen und Zentauren einzufordern. Ich bin sehr gespannt und freue mich aufs nächste Mal, wenn es weitergeht mit Dragonflight. Ja, die Nockhut haben im Nachhinein genau das gemacht, was ich ein bisschen befürchtet habe. Jetzt heißt es, sich zur Wehr zu setzen. Ich freue mich drauf. Ciao.